Hallo und willkommen zum vierten und wahrscheinlich einem sehr kurzen Teil des Java-Tutorials hier auf techsoon.at. Ich werde euch heute näher bringen, wie die Switch-Abfrage funktioniert, was man damit alles machen kann und wie man sie gebraucht eben. Und dazu werde ich als erstes eine Variable erstellen, also einen String. Den nenne ich Name ist gleich. Und setz mal den Wert auf Wert. Ganz simpel. Und um einen Switch zu erstellen, das ist ein Switch ist eben eine Alternative zur If-Abfrage und der ist für viele Funktionen auch für viele Sachen auch besser geeignet. Und der wird eben auch mit dem Switch Schlüsselwort erstellt. In der Klammer nach dem Switch schreibt man die Variable, die man abfragen will. Und im Switch selber braucht man dann in diesem Codeblock bestimmte Anweisungen. Diese heißen Case, also Fall auf Deutsch übersetzt. Im Falle, dass der Wert der Variable Wert ist, geben wir zurück. Der Wert ist Wert. Und nach einem Case muss man immer einen Break machen. Der Break geht aus dem Switch raus. Falls jetzt ein anderer Wert ist, zum Beispiel Hallo, System out println, der Wert ist Hallo. Jetzt könnte man das, die Ausgabe hier könnte man anders machen, aber das ist jetzt nur zur Demonstration von Switches. Und um jeden anderen Fall, also das wäre jetzt bei der If-Schleife ein Else, das behandelt jeden anderen Fall, außer denen, die hier angegeben wurden, nimmt man das Schlüsselwort Default. Der Wert ist nicht Switch enthalten. Wenn ich das jetzt ausführen würde, gibt er mir natürlich das hier zurück. Wenn ich den String jetzt mit dem Wert Hallo schreibe, gibt er mir zurück, der Wert ist Hallo. Also er geht hier rein. Und wenn ich jetzt einen anderen Wert nehme, schreibt er mir, der Wert ist im Switch nicht enthalten. Das war's auch heute schon wieder mit dem Switch. Der ist nicht besonders anspruchsvoll, sondern eher eine leichte Sache und dazu noch eine ziemlich nützliche. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.